Im Jahre 1998 haben die Pfälzer durch ihre überlegene Kriegstechnik die saarländischen Staatsgrenzen überrannt. Im saarländischen Stadtteil Molst werden sie von einem wütenden Mob, bestehend aus Ursaarländern, in die Schranken gewiesen. Ausgelöst wurde dieser Konflikt von dem unbändigen Streben der Pfälzer nach perfekter Grillkunst. Als die Situation zu eskalieren droht, greifen die Saarländer zum Äußersten und opfern ihre heiligsten Grundgüter, Kartoffeln und Grillkohle. Ist Saarland eigentlich noch in Deutschland? Die Holzkohle ist heil! Pfälzer! Die Holzkohle! Heute schon geworden! Schwenkbrote heißt das noch immer! Da sind das noch Wacke so. Gut! Wir sind da, der Louis, der Kumpel Louis. Na ja. Und da, der Schröderlaster, der hat die Schwenker. Wir Pfälzer hauen ab, noch Kumpel. Gehen wir hin, wo er herkomme. Warum haben die saarländischen Kinder so lange Ohren? Weil die Eltern so immer in Ohren Richtung Pfalz hochhalle und sagen, sicher, dort drüben das gelobte Land. Jetzt werfen! Schmeißen Sie die Krumpbeere! Weiter rüber, als doch der schöne Tippelappes. Schön rinnen.